Auch nicht schlecht. Das ist heftig. Genau, da hält er dann halt da unten an der... am Dings. Fährt dann halt hier oben hin. Da kann, können sie jetzt erstmal auswählen, was sie wollen an, an Fahrzeugen. So an Bussen. Das ist sogar ein Doppeldecker. Ah, interessant. Haben wir den nicht eigentlich mal rausgeschmissen oder gesagt so, nee, den wollen wir nicht? Das hatten wir, glaube ich, mal getan, ja. Aber irgendwie haben wir es dann doch schon vergessen, anscheinend. Weil, ne? Wir sehen, der ist ja wieder da. So. Was dann jetzt hier nochmal macht oder machen will, ist, damit wir hier nicht nur so gerade gehen, nehmen wir ruhig mal hier so eine Querspur mit rein. Dann können wir hier nämlich auch so ein bisschen... so ein bisschen Querverkehr noch halt haben. Und dann sagen so, cool. Jetzt können wir halt hier auch noch eine Straßenbahn lang fahren oder sowas, die hier dann hier halt reinfährt. Und dann halt statt geradeaus dann hier rüber fährt oder sonst wie. Ich habe keine Ahnung, wie genau, wo ich hier eine Straßenbahn lang fahren soll, ne? Fürs Erste auf jeden Fall. Damit wir hier überhaupt was haben, habe ich das gerade gemacht. Und dann können wir hier hinten ja noch einmal... Geht das auch? Ja, okay, das sieht ein bisschen übertrieben aus. Aber wir können das ja hier so machen, dass wir hier eigentlich die Querstraße runter haben. Dann hier aber eine Querverbindung. Also haben wir, was eben wollten. Dass die halt früher stattfindet, ne? So. Dass das dann halt zum Beispiel so ist. Dann können wir hier zum Beispiel ganz normal wieder hochrüsten. Und dann haben wir hier eigentlich das, was ich haben will. So grob gesagt, ne? Nö. Anscheinend doch nicht so ganz. Ja, Autosave macht mal gerade wieder sein Ding. So. Achso, der hat das nicht ganz getroffen. Deswegen saßen wir da eben so ein bisschen schief. So. Genau, jetzt haben wir hier ja trotzdem alles gut ausgewählt. Beziehungsweise setzen wir den einfach da rein und schmeißen wir dich hier wieder raus. Dann können die dazwischen erstmal bauen. Natürlich, was macht Daniel jetzt hier erstmal so? Weil er es kann. Macht dann natürlich unten irgendwie noch eine Straßenbahnlinie rein. Zack. Dann meinetwegen erstmal da hochfährt. Dann da einen Halt macht. Da einen Halt macht. Da oben wäre ein bisschen übertrieben. Da halt hier zurückkommt. Okay, den Fall habe ich noch nicht berücksichtigt. Das wäre ein bisschen scharf um die Kurve, ne? Also hier, das würde ja noch gehen. Ja. Ich glaube, dafür müssten wir hier nochmal so eine Querverbindung machen. Zum Beispiel sowas hier. So, gut. Da wir hier jetzt auch einmal die Runde haben, lassen wir dann natürlich auch die Runde hier irgendwie fahren. Ist natürlich jetzt erstmal so ein bisschen blöd, ne? So, Wasser wollt ihr natürlich alle. Das rüsten wir gerne noch nach. Genau, das dicke Rohr haben wir hier. So. Dann haben wir hier das auch noch.
Da müsst ihr euch mal anschauen. Ich weiß jetzt nicht, in der wievielten Folge wir sind, weil ich nehme jetzt gerade immer wieder so ein ganzes Stück oder hintereinander auf. Das hat doch schon so ein bisschen was. Ah, da kam auf einmal ein Bus aus dem Nichts. Ah, die Siemens hier. Raus, raus, raus mit der Siemens. Type Siemens. Siemens. ENS. Da. Die Ulf ist doch raus. Was macht die Ulf hier drinne? Safe. Safe. Raus, Ulf. Raus. Die hat hier aber auch gar nichts zu suchen. Ja, das ist auch so eine Traum. Da würde ich lieber sagen, so. Mhm. Können wir auch nochmal ein bisschen besser machen. Also die dritte unten. Also ein paar Bahnen müssten wir, glaube ich, nochmal austauschen. Damit es halt nochmal interessant aussieht. Genau, das passt. Und jetzt haben wir hier auch so halt so ein bisschen erstmal diesen Standardbetrieb. Natürlich müssen wir hier Busse und sowas noch nachrüsten. Dann halt auf den langen auch noch ein paar Wohngebiete und sowas. Es muss halt erstmal alles so langsam heranwachsen. Genau, Bäume wollte ich ja hier unten eigentlich drin haben. Guten Tag. Aber das können wir ja irgendwie nicht, weil wir dürfen nicht mehr platzieren. Cannot create any more of this type. Die Frage ist halt, wieso? Vielleicht blockiert auch gerade irgendwie einen Mod oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hinterher. Hier oben kann auf jeden Fall dann nochmal erst schnell Wohnhaus rein. Weil das ist okay. Hatte ich hier nicht oben die Betonplatten eingesetzt? Ich meine, wir hatten noch da oben Platten eingesetzt gehabt, also hier in dem Bereich, ne? Damit es halbwegs wirkte. Alter, hört dieser Regen hier auch nochmal auf. Ohne Witz, es ist ja... irgendwann nervt's. So. Genau, also hier haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal alles bereit. Hier hinten ist halt so die Sache. Da werden jetzt viele sagen, Daniel macht das ja nicht falsch. Das ist halt das Ding, da müssen wir mal schauen, wie wir das hier halt fortfahren, ne? Ob wir jetzt hier sagen so, yippie, wir machen hier alles hoch und Rest interessiert mich nicht, ne? Oder ob wir hier alles niedrig machen und wir denken uns so, geil. Sieht scheiße aus. Das ist halt immer so die Sache, ob wir das halt jetzt so machen oder ob wir das halt so machen, wie wir das eigentlich eventuell vorhatten zum Beispiel. Soll ich hier irgendwas komplett anderes einbauen und sehen so. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Naja, ich glaube, da müssen wir noch so ein bisschen schauen und sagen so, gefällt uns oder gefällt uns nicht. Und weil daraus auch eine Meinung bilden können, was wir damit machen oder nicht. Von daher würde ich sagen, ziehen wir hier nochmal so ein kurzes Stück. So ein kurzes doppeltes Stück rein. Dann sagen wir jetzt hier zum Beispiel nochmal Hallo. Dann sagen wir hier halt Guten Tag, Steuerung B. Steuerung S. Steuerung A, was war denn das? Ich will hier wieder diese Kurven drin haben. Ne, müssen wir wohl einzeln jetzt reinmachen. So, bauen wir das halt manuell zusammen. Ist halt auch nicht unbedingt so schlecht, mal wieder was manuell zu machen. So, ja, Gilder, wir wissen, dass du da bist. So, dann haben wir das halt so. Ich überlege gerade, ob man... Den ich sagt so, hi, wir nehmen hier einen weg. Dem gehen wir hier runter. Und anhand dem...
Und mit dem bauen wir dann halt so ein bisschen da unten noch weiter, ne? Das wäre gerade eine coole Idee, die mir einfällt. So nach dem Motto, komm, lass mal was Neues ausprobieren da unten. Ist ja eh noch nicht so viel, ne? Okay, das können wir nicht machen. Auch hier meckert... Da hat er nicht rumgemeckert, ne? Doch, das sieht auch Mist aus. Dann müssen wir das echt da machen. Dann machen wir halt hier so einen kleinen Abzweig. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wo dann halt hier sagen so... Moin, wir gehen hier runter. Und mit dem laufen wir dann halt hier unten durch. Und verbinden zum Beispiel irgendwie irgendwas, ne? Oh Gott. Ist das steil bergab gewesen. Da denke ich mir dann auch so, ne? Falls ihr mal sowas selber macht, ne, dann merkt ihr relativ schnell, wie schnell man hier auch an Grenzen kommen kann und ihr sagt so, nee, ist doch nicht mehr das, was ich machen will. Also, machen wolltest, machen willst. Von daher einfach mal überraschen lassen. Ich glaube, wir kappen das hier hinten nochmal und legen das dann halt hier ganz normal lang. Die Frage ist halt, ob wir das wirklich dann auftrennen oder so lassen. So, weil es gibt ja zu allem Möglichen jetzt hier irgendwas, was wir machen können nach dem Motto. Ja, wir haben diese Möglichkeit, wir haben aber auch dafür diese. Und willst du nicht auch nochmal ausprobieren? Das hier ist halt so die Frage, ne? Was man da machen kann alles oder machen sollte. Und was am besten gar nicht. So. Vielleicht verbinden wir auch einfach alle oberirdisch liegenden Strecken nochmal hier so wunderschön miteinander. Das heißt hier meinetwegen irgendwie nochmal eine Ausfahrt oder sowas hinkriegen. Auch so eine, die einfach irgendwie hier rausgeht. Zurück. Will ich da lang? Will ich da lang? Okay, das sieht nicht so geil aus. Das würde gehen. Okay, da sind wir aber auch ein bisschen abseits. Also sowas hier wäre dann zum Beispiel eine Idee, was wir hier machen können. Ja, hier müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen drüber gucken und sagen, so geht oder geht gar nicht. Dass wir hier genügend Stichpunkte haben, so einfach um rauszugehen oder hier einfach geradeaus weiterzubauen. Das sind halt immer solche Sachen, so nach dem Motto, irgendwann ist mal der Anfang und wir müssen halt auch mal irgendwo weitermachen. Und von daher gibt es da garantiert einen Punkt, wo wir sagen so, genau das will ich, das wollte ich schon vorher, aber es ging halt nicht. Ne? Von daher müssen wir da, glaube ich, einfach mal ein bisschen warten und schauen, ob das halt so geht, wie wir das wollen. Reißen wir den nochmal ab. Den habe ich irgendwie ein bisschen verhunzt. So, ne? Dann haben wir halt hier jetzt auch so ein größeres Kreuz. Das könnte man hier eigentlich auch sagen, so. Wir nehmen einfach das hier und wandern einfach mit dem hier mit. So. Das war dann halt mit dem hier rausgehen. Und der schließt sich halt dem rechten an. Beziehungsweise wir haben hier noch eins, was dann extra weggeht. Aber das können wir ja dann irgendwie alles mal in einer der nächsten Folgen klären, wie wir das dann fortführen. Beziehungsweise wie wir das überhaupt weitermachen werden. Hier oben mit den Einfahrten und hast du nicht gesehen, weil es ja doch schon so ein bisschen, was wir da haben. Hier oben haben wir das ja schon ein bisschen gut gelöst.
Hier können wir halt auch nochmal schnell, das war glaube ich auch ein Neuner. Genau, das war auch ein Neuner. Können wir hier auch nochmal schnell eine Weiche oder sowas noch einbauen. Oder dann hier auch sagen so, Mahlzeit, wir wandern hier aber mit der Strecke mit. Suchen uns hier halt ein neues Ziel so, wo wir hinwollen. 164 Grad. So. Dann können wir halt auch mit den Sachen halt mitgehen und sagen halt, jo, juckt mich halt nicht. Wir folgen einfach nur dem Weg hier. Und dann können wir hier auch, ja, weiteres rausplanen. So, hatten wir hier eigentlich irgendwelche großen Kreuze? Nee, ich glaube, ich muss erstmal wieder ein paar Kreuze hier runterladen. Oh ja, ich muss hier mal ein paar Kreuz runterladen, dass wir hier auch so ein paar Abzweige schon von vornherein schaffen können. Wo wir dann halt sagen, ja, das läuft, das will ich so haben. Von daher würde ich erstmal sagen, war es das für diese Folge wieder von City Skylines Season 4. Beziehungsweise von dieser Aufnahme, ne? Das war ja schon wieder so eine längere Zeit. Ich glaube, ich habe jetzt über eine Stunde, zwei Stunden aufgenommen. Ich habe keine Ahnung. Haben halt hier so ein bisschen was geschafft. Nicht allzu viel, aber so ein bisschen. Und ein bisschen ist ja auch mehr als nichts, ne? Von daher, vielleicht fällt euch ja hier noch ein bisschen was ein, was wir hier nochmal hinsetzen können, damit das halt ordentlich aussieht. Oder ob wir uns da irgendwas basteln müssen. Ich habe keine Ahnung. Wir das halt machen, weil ich will einfach diese Betonplatten halt unterhaben. Wie so ein normaler Gehweg. Von daher, das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Beziehungsweise in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann, eine wunderbare Zeit. Dankeschön. Haut rein. Bis dann und ciao.